Hallo, dies ist ein Vorstellungsvideo, das heißt, du hast mich noch nicht abonniert und das wollen wir doch ändern. Das heißt, ich werde dir jetzt kurz sagen, was ich auf YouTube mache. Du kannst nebenbei das Video gucken und versuchen, ein bisschen was rauszuhören, was ich da in dem Video gerade laber. Das ist ein bisschen zusammengeschnitten aus ein paar Sachen, die ich aktuell schon gemacht habe. Das kann sein, dass ich dieses Video hier irgendwann mal ändere, was dich allerdings nicht interessieren wird, falls du mich abonniert hast, wenn du verstehst, was ich meine. Also, was mache ich auf YouTube? Ich bin kein Let's Player oder jemand, der Gameplays macht, wie es die vielen anderen machen. Nein, ich habe mir vorgenommen, mehr Arbeit in meine Videos zu stecken, mehr Liebe reinzustecken und Unterhaltung zu bieten. Also ich möchte, dass jeder, der meine Videos anguckt, unterhalten wird. Gute Laune hat, vielleicht mal lacht oder sich denkt, ja okay, das kenne ich gut. Und da gibt es einige Projekte, die ich schon hochgeladen habe oder die geplant sind. Also planungsmäßig habe ich viel zu viel, was ich geplant habe. Es ist halt alles leider sehr zeitintensiv. Aber es macht Spaß und das ist das Wichtige. Was habe ich jetzt also genau im Angebot? Ich habe so Lückenfüller wie zum Beispiel Counter-Strike Global Offensive, Overwatch. Dann zum Beispiel die Top 10er Reihen oder je nachdem, wenn es mehr werden. Wo ich dann einfach hergehe und Videos zu Spielen mache. Wo ich Leute kenne oder wo mir immer auffällt, dass bestimmte Leute dies und das machen. Dann gibt es diese Fake-Spiele-Reviews, nenne ich sie jetzt einfach mal so, die darauf ausgelegt sind, Spiele ein bisschen ins Humorvolle zu ziehen, ein bisschen lächerlich zu machen, allerdings nicht so, dass die Spiele schlecht dastehen. Dann gibt es natürlich noch auf meinem Kanal hin und wieder World of Warships. Da kann man auch editmäßig einiges machen, finde ich ganz cool, macht echt Spaß. Und so weiter und so fort. Dann habe ich zum Beispiel, was ich so ein bisschen geplant habe, da ist jetzt auch schon ein Video rausgekommen, das ist mit dem Herrn Hitler in Prison Architect. Da kommt auch einiges noch nach, da habe ich noch einiges in Planung, wenn es gut ankommt, was bis jetzt den Leuten, die es gezeigt habe, ist es gut angekommen, also da wird auch noch einiges nachkommen. Das heißt, wenn du auf größtenteils kurze Videos stehst, die darauf ausgelegt sind, andere Leute in den Dreck zu ziehen, die nicht so ernst zu nehmen sind, die darauf aus sind, Leute zu verarschen, zum Beispiel auch, indem ich Pranks verarschen mache oder indem ich auf Probleme auf YouTube eingehe, das habe ich zum Beispiel auch mit einem Video gemacht, wo ich gesagt habe, Epic Knife Giveaway, allerdings tausendmal darauf hingewiesen habe, auch im Video, dass es fake ist, allerdings das Video bis jetzt schon, keine Ahnung, viele Kommentare mit Steam Trade Links hat, also es ist ganz lustig und es macht auch wirklich Spaß und wenn auch du dabei sein willst, dann würde ich einfach mal sagen, lass einfach ein Abo da, ich denke mal, ich werde dich nicht enttäuschen. Danke fürs Anschauen vom Video und haust rein, tschüss. Shut up. Okay. What do you want? Man, what's your problem? I'm... Fuck my dick. Oh, come on, man. Oh, stop it, please. Come on, what the fuck? Can we not just play this game, man? Oh, come on. What is wrong with you? Fuck. Oh, man, I'm out of this. I'm just tired.